Yo, servus Leute, willkommen zu einem neuen Video. Es ist Gold Event und Hexentanz Event. Und jetzt seht euch mal bitte das hier an. Und das hier. Und das hier. Und das hier. Und das hier. Oh, aber das leuchtet leider nicht. Das ist ja auch kein normales Inventar. Und das hier. Ja, und natürlich auch noch die beiden anderen Begleiter. Die Zauberladen-Items. Die Items werden wir jetzt einfach mal richtig, richtig schön hier zur Hexe geben. Ja, ich bin gespannt, wie viel Gold wird das sein? Ich bin jetzt auf 2 Millionen. So, wartet mal. 2 Millionen. Ja. Ey, diese Taktik. Ich sag's euch, die ist es einfach. Sie ist jetzt wahrscheinlich nicht so gut, dass sie irgendwie, ja, tausende Skillpunkte extra pro Monat bringt. Aber ja, auch Kleinvieh macht auch Mist, sage ich immer. Und vor allem solche kleinen Sachen heben einfach Shacks und Fidget-Spieler von anderen, ja, Spielern ab. Um einfach weiterzukommen. Weil ja, jemand, der nur questet, oder wenn zwei Spieler nur questen, hat der eine, der zum Beispiel die Beutegold-Taktik noch dazu macht, ja, schon mal einen Vorteil. Und dann geht es immer so weiter. Dann wäre noch diese Taktik hier, die Inventarplatz-Taktik von mir macht. Der hat dann nochmal einen Vorteil. Und so, ja, geht es immer weiter. Und so verschafft man sich immer weitere Vorteile. Nur es ist halt die Frage, wie weit will man gehen? Wie tryhard will man sein in dem Game? Ja, und ich bin bereit, alles zu geben. So, mein Krieger noch. Oh mein Gott, ich sehe schon die Zahl. Das waren einfach 323 Millionen Gold. Ein volles Inventar. Das waren auch, glaube ich, jetzt fast nur Items, die mindestens 2 Millionen Gold gegeben haben. Weil die ganzen 1 Million Gold Items schmeiße ich immer weg. So, wir können hier noch den Auftrag abholen. Welche Hydra ist denn das heute? Das tut weh. Also, obwohl, ja, wir waren gestern auf 18, wenn wir heute auf 17 sind. 18 geht. Ja, 17 ist aber auch schon wieder ziemlich niedrig. Dafür, wir sind eigentlich jetzt immer auf 19 gewesen. Immer ein Hin und Her. Das holen wir uns auf jeden Fall ab. Auch nicht vergessen. Ja, die Goldgrube ist gerade eben voll gelaufen. Die war jetzt noch vor einer Minute auf 299 Millionen. Aber sie ist voll jetzt. Ja, und jetzt ist Gold-Event. Jetzt holen wir uns die dicke Goldbelohnung ab. Oh yeah. Leute, ist das nicht sexy? Das schmeckt auf jeden Fall. 450 Millionen Gold aus der Goldgrube. Ja, hier noch die Zeitmaschine. Die snacken wir uns auch. Da weiß ich gerade nicht, zählt das Gold von der Zeitmaschine zu dem Fünffachgold hinzu? Beziehungsweise ist ja nicht Fünffachgold, glaube ich, ganz. Aber auf jeden Fall zu dem Goldbonus vom Gold-Event. Warum habe ich gerade gesagt Fünffach-Bonus? Ich habe irgendwie im Kopf, dass es fünfmal mehr Gold gibt. Aber das ist, glaube ich, nur bei der Erfahrung oder so. Ja, irgendwie so. Wartet mal. Von irgendwas in dem Game bekommt man fünfmal mehr, wenn man ein Event hat. So. Unlocken noch schnell hier den Robin. Wir können noch. Glücksrad. Leute, und ich bete zu Gott, dass ich jetzt... Boah, bitte, bitte gib mir viel Gold, bitte. Ach ja, hier, genau, beim Glücksrad gibt es auf jeden Fall fünfmal mehr Gold. Bitte gib mir ganz viel Gold. Ja, einmal, zweimal. Oh, sehr stark, sehr stark. Schon den Durchschnitt erreicht. Komm, bitte einmal noch. Na, aber ich darf mich nicht beschweren. Wir haben wenigstens zweimal... Ja, die 75 Millionen Gold bekommen. Ja, und das ist halt der Durchschnitt. Ist halt ein bisschen schade. Wir haben es halt so schon beim dritten Feld oder so jetzt schon geschafft. Und dann, ja, 17 weitere Felder, nichts mehr bekommen. Das sagt auf jeden Fall. So. Warte, mit welchem Pet gehe ich rein? Ja, ich bin gerade wieder ziemlich niedrig. Ne? Also ich werde eh noch weitere niedrigere Gegner bekommen. Denn normalerweise, wenn ich hier bei den Pets, ja, in dem Bereich hier bin,
dann suche ich mir immer einen Spieler aus. Oder ein Pet aus. Wenn hier das gegnerische Pet so niedrig ist von der Stufe. Obwohl ich halt so hoch in der Ehrenhalle bin. Bei den Pets. Hier irgendwie Top 15 oder sowas. Dann nehme ich immer ja meistens das schwache Pet. Damit ich einfach die anderen noch übrig habe. Falls stark gelevelte Pets noch übrig sind. Ja, ich gehe jetzt mal mit Wasser rein, mit einem, das nicht stark und nicht schwach ist. Okay, haben wir gewonnen. Alles klar. Ja, die Petfrüchte hier, die warten auf jeden Fall, umgewandelt zu werden. Und ja, was ich auch noch euch fragen wollte, zwar nicht in diesem Video, aber kann ich mal machen. Die Pets wurden ja schon mal vom Level her angehoben. Von Stufe 100 auf 200. Ja, und die Pets sind ja schon ewig lange. Das Update ist ja schon ewig lange draußen, wo man die auf 200 leveln konnte. Was würdet ihr davon halten, wenn man die jetzt auf 300 noch leveln könnte? Würdet ihr sowas feiern oder nicht? Also, es war ja so, dass die zuerst auf 100 gelevelt wurden. Das war das Maximum. Dann hatten die Leute halt zu viele Früchte übrig. Das ganze Inventar wurde vollgestopft, weil damals gab es halt noch nicht dieses Pet-Inventar hier mit den Früchten. Und da hat auch noch jede Frucht einzelnen Inventarplatz eingenommen. Das war noch richtig, das waren noch krasse Zeiten. Und dann gab es auch noch nicht diese Kiste hier und alles. Boah, Alter. Ich kann mich noch erinnern, das war noch schlimm. Da hat man noch die Früchte oft ins Klo geschmissen. Genau. Ja, und danach war es so, dass die Pets da konnte man die auf 200 leveln. Einfach, dass man irgendwas noch mit seinen Früchten machen konnte. Und danach, als das auch nicht mehr ausgereicht hat, konnte man hier die Früchte zu Tränken umwandeln. Aber was würdet ihr davon halten, wenn man die Pets ja noch weiter leveln könnte? Auf 300 oder vielleicht sogar noch mehr, 400, 500. Nur ist halt die Frage, da müsste halt der prozentuale Bonus hier angepasst werden. Weil das wäre dann viel zu krass, wenn das hier, wenn es auf 400 geht, irgendwie vielleicht sogar dann auf 120.000 Stats hier sind, allein von den Pets hier. Und das würde ich auch nicht mehr feiern. Also was ich halt möchte, ist auf jeden Fall, dass die Ausrüstung gebufft wird. Weil ich finde einfach, die Ausrüstung in Shakes sollte eigentlich das meiste sein. Ja gut, vielleicht die Base jetzt mehr. Aber auf jeden Fall dann das zweitmeiste. Auf jeden Fall mehr als die Pets. Ja, und auch mehr hier als die legendären legendären Steine geben und auch die Schmiedeverbesserung. Weil, ich kann mal nachsehen, der Schleicher hat glaube ich alles auf 20, ne, ja. Ihr seht hier, die Schmiedeverbesserung alleine sind fast so viel wie die eigentlichen Stats bei den Items. Und ich finde, das ist einfach eine Sache, die, geht irgendwie nicht so. Ich finde, die Items selber sollten am meisten Stats geben. Ja. Ist halt vielleicht nur meiner Meinung, ich weiß nicht, aber ich finde es irgendwie komisch, wenn so ein kleiner Stein, der auf dem eigentlichen Item drauf ist, oder halt so eine kleine Verbesserung, wenn man ein Item verbessert, sollte es auf jeden Fall nicht so viel sein, wie das Item eigentlich bringt, normalerweise von den Stats her. Ja. Oh, hier viermal Gold, das wäre jetzt sehr schön, wenn ich das bekommen würde. So, ich gehe jetzt ab. Sehr nice. Okay. Dreimal Gold schon bekommen, ich gehe nur auf Gold jetzt. Komm, bitte, gib mir viel Gold. Ja, ich werde jetzt alles ignorieren. Es ist das Gold-Event, Leute. Ich muss hier... Ich muss hier Gold bekommen. Bitte, nein. Ja, okay. Zweimal dreifach Gold bekommen bis jetzt. Ja, sieht aber schlecht aus. Ja, nee, das war nichts, ja, leider. Aber wir sind ohne Quest schon mal genau auf einer Milliarde Gold. Ja, das lässt sich auf jeden Fall sehen. Ja, mit den Quests dann, also ich glaube, von den Quests werde ich ungefähr 1,4 Milliarden machen nochmal. Und dann mit der Goldgrube. Wie viel werde ich da nochmal machen? Wartet mal. Ich mache, ich glaube, 29. Warte, ich habe eh noch SF-Tools nebenbei offen. Da schauen wir einfach mal, weil ich... Würde mich jetzt gerade interessieren, ob ich auf die 300 Stats komme heute. Nicht auf die Stats hier, sondern auf den Gold-Simulator. Hier, ich bin 635, 100, obwohl das eh egal ist, aber ich fülle immer trotzdem alles aus.
So, ja genau, 29,6 Millionen. Ja, das sind dann einfach, wartet, Kalkulator. So, mal 24. Also ich krieg 29,6 Millionen pro Stunde. Ja, 710, ja krass, dann sind das echt 310 Stats. Heute, allein an einem Tag, das ist, glaube ich, sogar mein Rekord. Also, das liegt natürlich jetzt an den ganzen Items hier, die ich hier alle zur Hexe geben konnte, aber ich meine, das ist ja so, das ist meine Taktik, dass ich mir so viele Items wie möglich, ja, anhorte halt nicht. Also, ich will ja halt schon loswerden, aber wenn ich halt so viele Items habe, dann ist es halt so. Also, das gehört halt zur Taktik dazu, dass ich halt so viel Platz für Items habe wie möglich. Und wenn ich dann halt, ja, volles Inventar habe, dann ist es halt so. Ich habe halt allein von den Items halt schon 300 Millionen Gold bekommen. Ja, sehr nice, Alter. Ja, und wir, ich würde sagen, wir beenden dann auch das Video. Ich habe das Timing auch schon richtig gut im Blick, muss ich sagen. Ich komme immer auf meine 10 Minuten. Wir verskillen immer noch erstmal alles. Und hier machen wir hier in den Speedy ganz schnell. Oh ja, das ist richtig satisfying. 1 Milliarde Gold, so schnell verskillen. Ja, 137.070. Leute, wir können noch, was machen. Wir können auch hier den Arena-Manager resetten. Aber den baue ich dann aus ohne euch, Leute. Ja, Leute, gönnt euch das Gold-Event und das Hexentanz-Event. Gibt es noch was anderes? Nee, ja, klar, Freibier ist halt Oktoberfest-Event, ne? Wie schon in meinem gestrigen Video angekündigt. Und Tag der tollkühnen Tiere. Also ihr kriegt auch noch mal richtig viele Petfrüchte. Ja, Leute, gönnt euch die Events. Ja, das soll es gewesen sein, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.